Max und Alex unterwegs heute. In? Frankfurt-Höchst. Von Schwanheim nach Höchst, über Zalzheim und nach Sindling geht das alles. Also da sind schon sogar 4 Stadtteile. Das ist ein sehr, sehr großer Industriepark. 3-4 Etagen, ja. Arbeiterhäuser. Die Höchst AG hat das finanziert, haben die aufgebaut, damit halt dann die Arbeiter gleich hier wohnen, um von hier aus zu arbeiten. Hier haben wir die Süwak AG. Da gehen halt alle, fast alle, ihren Strom bezahlen. So, jetzt gehen wir in die Altstadt von Höchst und gucken mal ein bisschen die Fachwerkhäuser an. Das ist Otto von Bismarck. Preußischer Bundestagsgesandter Frankfurts. Ja. Und der erste deutsche Reichskanzler natürlich. Wenn du vielleicht nicht so viele Kinder damals hattest oder eine große Familie, hattest hier ein Etage. Und dann, wo die Leute dann gemerkt haben, vielleicht dann, dass mehr Leute dann ins Haus kommen oder dass wir halt mehr Platz brauchen, siehst du dann oben, haben die über die Kante hinausgebaut. Siehst du das? Aber ja, die machen noch sehr traditionelles Essen, deutsches Essen. Hessenschnitzel gefüllt mit Sauerkraut, Speck und Apfel dazu. Apfelwein, Estragonsoße. Wir sind vegan, wir hören da nicht zu. Ja. Sorry, aber das ist halt noch sehr deutsch. Ja, und wie sieht es außenrum aus? Ausländeranteil 500%. Ganz einfach. Daran liegt es. Weil wenn wir jetzt noch mal ein paar Schritte weitergehen, haben wir 16 Dönerläden, 100 Burgerläden, 200 Baklava-Geschäfte. Ist ja nicht verkehrt. Boot da an, kommst hier rein, musst du erstmal hier deinen Zoll bezahlen. Das ist total schief. Macht ihr? Immer schön abonnieren, liken und auch gucken, was die Message dahinter ist. Ja?